Wir sind wie angekündigt auf dem Weg zum neuen Lager. Auf dem Weg würde ich die Karte abgeben bei dem einen und hoffen, dass das klappt. Und dann mich um die Angelegenheit kümmern bezüglich das Krautmonopol. Danach können wir nämlich wieder zurück zum Sumpflager und ich kann berichten, dass ich das Kraut zu Gommes gebracht habe und hoffentlich das im neuen Lager geklärt habe. Ich würde ganz gerne hier erstmal kurz was schauen, ob ich vielleicht dadurch, ich habe die gerade gesehen, mich um die beiden Herrschaften vielleicht auch kümmern könnte und dann an die Kiste kann. Weil die wollten auch immer schon Stress haben. Sagen wir das mal so. Auch Stress haben. Ich will nämlich erst so ein paar Sachen erledigen vom Sektenlager. Und dann schauen wir uns die Festung mal genauer an. Was es da noch so zu erledigen gibt. Suchst du wieder Streit? Was machst du hier draußen? Wieder? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Ich gerade gespeichert, ich weiß es nicht. Ja, hatte ich. Egal. Aber wisst ihr, was heißt hier wieder? Willst du dich noch mal mit mir anlegen? Nochmal? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Der kommt Ohne nicht das mehr. Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. So. Er hat genug. Einfach nur, die haben angefangen. Ich lasse mich hier nicht mehr verarschen. Das Leben ist halt scheiße. Ihr wartet doch eher auf euren Kumpel aus der Mine, um Erz zu haben. Außerdem, was heißt hier nochmal anlegen? Was wollt ihr? Die Blutfliege will was. Oder auch nicht. Was ist mit der Blutfliege gerade gewesen? Muss ich das jetzt irgendwie hier mal. Scheiße. Was ist mit dieser Blutfliege? Ach, die haben sie erledigt jetzt, okay. Die Blutfliege hatte kurz ein Problemchen. Suchst du wieder Streit? Ach, okay. Habe ich die schon mal erledigt? Deshalb hatten die gerade keine Waffe in der Hand. Ich habe keinen Plan. Das weiß ich nicht mehr. Egal. Ich suche natürlich nicht wieder Streit. Aber die Blutfliege war gerade hart. Die ist einfach an mir vorbei zu denen. Ich glaube, die wollte bestimmt zu mir. Die hat da ist ein kleines bisschen verfehlt, würde ich sagen. Minimal. So. Zum neuen Lager. Ich wollte nur das kurz auch nochmal abchecken. Aber ich habe die nicht niedergeschlagen, sonst hätte ich nicht nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Ach, wer weiß. So, jetzt sind hier natürlich auch wieder ein paar vereinzelte Viecher. Ich habe hier aufgeräumt. Ich habe hier doch erst aufgeräumt. Also wirklich. Jetzt ist hier wieder alles voll. Und ich wette, bei den Snappern steht zusätzlich jetzt auch ein richtig netter Snapper rum. Ich gebe dem jetzt die Karte. Klar, theoretisch. Bräuchte ich sie auch. Aber ich glaube, ich kriege das auch so hin. Ich verlaufe mich dann halt nur ein paar Mal, wie sie es gehört, sonst ist es langweilig. Und dann ist auch wieder gut. Da unten, das will ich mir nochmal anschauen. Da bei dem Turm. Aber irgendwo. Ach, der sitzt da halt und sagt, da geht's hoch zum Orkgebiet. Ach, ich gebe dem die Karte. Ich laufe doch ganz gerne planlos rum, dann passieren die besten Sachen. Ach, es ist langweilig. Geht das jetzt? Ja, war das nicht? War das der? Nee, okay. Das heißt, die Karte kann ich denen auch nicht geben? Arsche. Okay. Hat sich das geklärt? Die wollen sie auch An der nicht haben. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Dann habe ich jetzt eine Karte. Okay. Vielleicht geht's auch nicht, weil ich zu den Sektenspinnern gehöre. Die waren aber am nettesten. Leute von. Also. Diego wollte mir zwar helfen, aber ich. Nee. Der hat ja erst doch alles zugelassen, dass ich voll eine gewischt bekomme. Auf keinen Fall. Außerdem nervt mich das die ganze Zeit mit diesen doofen 10 Erz. Kann die nicht leiden. Da ist eine Höhle, da waren auch die Wölfe.
würde ich zwar eigentlich jetzt wegmachen. Aber ich würde sagen, ich gehe irgendwann nochmal gesondert in den Wald. Ich glaube schon wieder total bescheuert. Warum? Da sind Snapper, die will ich aber nicht erledigen. Gut, hier sind auf jeden Fall ein paar Blutfliegen noch gespawnt. Ein paar kleine Speckis habe ich gerade an der Seite gesehen. Ja, das wird dann wieder eine gesonderte Weg gehen im Wald spazieren, looten und Levelfolge. Ich darf hier nochmal alles aufräumen. Nein! Das kann ja wohl nicht sein. Aber nicht so viele, oder? Sind hier? Also so viel ist auch wieder nicht gespawnt am Ende. Ja, quasi immer so vereinzelt. Jetzt mache ich dann. Und so ein paar Goblins. Ach, die hatte ich gleich nicht weggemacht. Okay. Da muss ich aber lang. Was kommt, meine Speckis? Ich muss da dran vorbei. Und es ist doch jetzt beim neuen Lager, wo ich das, dafür mit der Sumpfkraut-Gedöns das regeln muss, bestimmt diese eine Höhle, die ich schon mal gefunden hatte. Ich weiß nicht, bei denen muss ich so einen komischen Angriff machen. Die bleiben auch einfach stehen, die greifen eigentlich an, die bleiben vor einem stehen und gucken erwartungsvoll. So, als wäre ich irgendwie zum Füttern da oder so. Da war ich drin, oder? Dunkel hier. Ja, das ist die Höhle von den kleinen Speckis gewesen. Ist doch morgens, warum habe ich schon wieder hier? Oder wird... Nee, ist... Ja. Säubern wir gleich noch die Höhle. Muss aber hier rüber auf die andere Seite. Die Blutfliegen noch weg. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Wie viel hält die Rüstung eigentlich aus? Das habe ich gar nicht geschaut. Ich habe mir nur so gedacht, oh, was zum... Ich hätte die ganze Zeit keine Rüstung. 30 vor Waffen und 15 vor Feuer. Okay. Vor Pfeil nichts. Okay, ist auch nur ein guter Sack. Aber vor Feuer das, ja. Gehen wir zu dieser Höhle. Die war eigentlich vor dem Tor draußen. Jetzt mache ich hier doch noch alles weg, aber es stört mich auch ein bisschen. Ich hatte ja alles aufgeräumt. Hier war alles tippitoppi sauber. Aber es kommen nur ein paar bei Kapitel 2. Das bin ich mal gespannt. Da hinten war auch alles aufgeräumt. In dem Eck habe ich doch wirklich... Ja. Und dort unten die Höhle ist das. Nehme ich mal an, die ich schon entdeckt hatte. Obwohl ich bestimmt auch in dem im Lager mit denen reden könnte. Was steht denn in meinem Tagebuch? Frau Kalom will, dass ich eine konkurrierende Krautproduktion einiger Leute im neuen Lager unterbinde. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich anfangen soll zu suchen, aber ich sollte vor dem neuen Lager anfangen. Okay, da steht nicht drin, wie Laber mit irgendwelchen Leuten. Dann ist, hätte ja sein können, dass man erst ein bisschen hier schnicki-schnacki. Und dann kann ich in die Höhle rein. Dass man erst irgendwie Hinweise suchen soll. Der Hinweis ist aber vor dem Lager, soll ich suchen. So. Mal speichern. Dann hoffe ich, dass da waren mehrere Leute drin, dass ich nur die, also nicht direkt alle auf einmal anteasere. Was ist denn die Höhle? Ach, da.
Also erstmal die kleinen Speckis hier wieder wegmachen. Wenn ich dann auch hinbekomme, sagen wir es so. Ne, das ist nicht die Höhle. Jetzt weiter oben. Was heißt diese Kackhöhle? Ich hatte die doch schon mal. Hä? Ja. Ist die jetzt irgendwie mit einem Geheimgang versehen? Oder? Ist sie weiter oben, die Höhle? Nee. Habe ich die gerade übersehen, weil es alles gleich aussieht für mich hier? Das ist die eine und hier unten muss es doch noch eine Höhle geben. Die hatte ich doch. Hier. Ah, ich habe sie nicht wahrgenommen, sagen wir es so. Da sitzen sie drin. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht verschwinden. Hi, es kommt, müsste doch einer, kam hier letztens rausgestürmt, sage ich ja. Muss ich erst reden? Na, haben wir uns verlaufen? Cor Kalom weiß von eurem kleinen Unternehmen. Was? Warum bist du hier? Ich will euch warnen. Cor Kalom hat 5 Templer geschickt, die euch den Gar ausmachen sollen. Ah, das glaubst du doch selbst nicht. Sie müssten jeden Moment hier sein. Verdammt, wir müssen weg. Ach, sie gehen jetzt alle raus. Ich dachte, ich werde angegriffen. Jaco. Die gehen halt jetzt echt, also sie probieren zu gehen. Nicht alle gehen, weil manche finden es hier einfach zu schön. Verpiss dich. Das sagt der Richtige. Du kommst ja nicht mal vorwärts. Was ist denn? Die Waffe. So, einfach nur, ich wollte ihm nur helfen. Stachelkohle. Habe ich das jetzt erledigt? Weil theoretisch können die immer wieder hierher kommen. Das ist, glaube ich, nicht gut erledigt, was ich hier gemacht habe. Ich habe jetzt... Ich wollte mal blöffen. Eine kleine List mit Templern, die es gar nicht gibt, hat die Angsthasen in die Flucht geschlagen. Dieses Problem dürfte vorerst erledigt sein. Okay. Vorerst. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Nö. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Wir können's gern. Verpiss dich. Ich wollte dir nur helfen und trotzdem läuft er wieder dagegen. Das war's? Okay. So hat man das jetzt geregelt. Ich habe gedacht, ich muss mich prügeln. Als ich die Höhle aber vorentdeckt habe, haben die nicht mit mir gesprochen. Also die sprechen erst mit einem, wenn man die Aufgabe bekommt. Da würde ich sagen, laufen wir zurück zum Sumpflager. Das ist jetzt aber ganz schön weit. Unterwegs wahrscheinlich irgendwas töten. Und dann ist es erledigt. Mal sehen. Ich soll ja da noch irgendwas mit dem anderen Typen da besprechen. Gucken wir uns an. Und wie gesagt, die Festung will ich dann auf jeden Fall noch machen. Vielleicht kommt der rein. Ich nenne es jetzt mal Festung, die Burg da. Ist aber auch relativ viel. Es wird auch wieder so eine komplette Ich befrage alle NPCs Folge. Wegen Infos und so. Jetzt ist erstmal wieder zurückklatschen. Schneide ich das? Schneide ich es nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja nicht, was hier passiert. Vielleicht ist ja was Spannendes gespawnt. Ah, so ein Schattenläufer mitten auf dem Weg. Ich habe gerade gedacht, da läuft was. Wäre auf jeden Fall mal was. Latschen wir jetzt mal hin. Laufen wir mal den richtigen Weg.
Gar kein Problem. War ich ja jetzt eigentlich an der Truhe dran? Ich laufe die ganze Zeit an dieser Truhe. Ja. Wobei, weil ich weiß, irgendwo war ich nicht an irgendeiner Truhe, weil ich keine Dietriche hatte. Naja, okay, ich habe Goblins gehört, aber ich muss nach da. Also wenn mich was anfällt, würde ich das dann auf jeden Fall erledigen, wenn ich es hinbekomme. Ist jetzt der Stachelknüppel eigentlich besser? Ich hätte gern ein Schwert, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist der hier, die Nagelkeule. Schaden 25. Schaden 26, nee. Nö, nö. Das, was ich habe, ist besser. Mitten in der Nacht erstmal zum Sumpflager. Natürlich. Überhaupt gar kein Problem. Warum ist hier nicht... Da ist was. Okay. Du hattest auf jeden Fall einen Scavenger. Machen wir den nochmal ein bisschen fertig. So. Ich, aber es ist ganz gut, die Fackel hinschmeißen, damit man auch was sieht. Das ist mein krasses Beleuchtungssystem hier. Aber macht nicht jeder. Oh nee. Ein Goblin. Ach ja. Die sind aber nur... Ich wollte gerade sagen, irgendwas habe ich doch gerade gesehen. Nur für einzelne Viecher. Oh, könnte mir mal zu den Snapperchen gehen. Macht bestimmt auch nochmal richtig viel Spaß, wenn dort irgendwie ein zusätzlicher Snapper ist. Kann ich mir vorstellen. So. Ich darf trotzdem jetzt einmal ums Lager herum, bis ich beim Sumpflager bin. Ich will einen Teleporter, bitte. Ich glaube, ich schneide das doch. Was sind da? Das ist auch ein Scavenger. Yeah. Ich laufe jetzt einmal dahin und mache unterwegs alles kaputt. Und wir werden sehen, ob ich schneide oder nicht. Ach, ich schneide es von hier. Wir sehen uns beim Sumpflager. So, ich bin jetzt beim Sumpflager angekommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch in der Nacht mit den Herrschaften sprechen kann. Ich habe ja schließlich meine Aufgaben erledigt. Irre ich mich oder haben diese Kugeln vorher nicht geleuchtet? Haben die in Kapitel 1 auch schon geleuchtet? Mir kam das hier nicht so vor, als ich im Sumpflager war nachts. Dieser grüne, türkis-blaue Schimmer. Also es ist voll cool. Ich finde das mega cool, deshalb. Aber die haben doch. Die haben doch vorher nicht geleuchtet. Das wäre mir aufgefallen. Ich mag die Farbe. Die Farbe ist cool. Die Farbe ist genau mein Ding. Aber die haben vorher nicht geleuchtet. Sonst hätte ich vorher gesagt, boah, geil. Okay, ich bin vielleicht doch etwas irritiert. Naja. Okay. Was ist nur das? Korkalom ist ja die ganze Zeit bei sich da am Arbeiten. Das heißt, wir können es auf jeden Fall immer abgeben. Vielleicht kann ich dann endlich an seine Truhe, um die Aufgabe für Dexter zu erledigen. Das hat vorher nicht geleuchtet. Nee. Das hat in Kapitel 1 haben die Dinger nicht geleuchtet. Das ist mir neu. Das habe ich nicht gesehen. Das hat nicht geleuchtet. Und sowas nicht zu sehen, ist auch schon ein Talent dann. Okay. Geben wir die erste Aufgabe ab. Ich war bei Gomez und habe die Sachen abgegeben. Das Sumpfkraut. Herr Wache, was willst du? Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut. Mach dich anderweitig nützlich.
Ja. Wegen der Krautherstellung im neuen Lager. Ja. Es gibt sie nicht mehr. Du überraschst mich. Ich hatte dich unterschätzt. Vielleicht könntest du uns doch zu etwas nützen. Danke. Kann ich an deine Kisten? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Wir sehen uns. Du Arsch. Möge der Schläfer dich erleuchten. Nee. So. Fokus für die Gurus wäre jetzt noch übrig. Und, okay, ich habe noch nicht genügend Lernpunkte. Ich wollte genügend Lernpunkte haben, um noch meine Einhand weiter zu leveln. Geht leider noch nicht, geht leider nicht. Das heißt, ich würde kurz schlafen gehen. Ich bin jetzt eh hier, auch bei Fortuno. Wir können kurz pennen und dann schauen wir uns auch die andere Sache mal an, was es da noch gibt. Und dann gehe ich wieder zurück ins alte Lager. Ich habe ja durch da eine Aufgabe, die ich dann irgendwann mache, wenn ich mich wieder dran erinnere. Ich finde es gut, dass ich jetzt nicht mehr angeschrien werde, wenn ich hier reingehe. Damit ich auch mal ein Bettchen habe. Ja, da muss jetzt auch ein bisschen Kraut zerstampfen. So. Einmal schlafen, bitte. Danke. So, schöner neuer Tag. Frisch, fröhlich. Ich hätte gern meine tägliche Ration, die ich dann einfach nur verhökere. Sagt ihr immer, erwache. Ich hätte hier doch nicht beitreten sollen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Wisst ihr Bescheid, ne? So wie in jeder Folge. Haben wir. Erledigt. Gehen wir mal zum Tempel. Das wäre meine nächste Aufgabe gewesen, was ich für die Leute hier machen muss. Das fühlt sich gut an, wenn ich hier wirklich mal so ein paar Sachen geschafft habe. Ich müsste nochmal zurück in die Mine. Deshalb ist es offen. Ich wollte nochmal zurück in die Mine wegen den Minecrawlern. Ich war ja so schwach. Jetzt bin ich hier viel stärker. Wegen meinem Stärkegedöns ging das doch nicht so gut. Das ist auch noch so ein Ding. Ich glaube, einmal eine Folge mit allen Leuten in der Festung reden oder in der Burg, je nachdem. Und dann nochmal die Mine. Kann ich jetzt einfach hier rein? Oder gibt es wieder Stress? Ich soll hier rein, ich habe eine Aufgabe. Halt! Stress. Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Hab ich, oder? War nicht besonders schlau. Das ist doch gelogen. Ich sag mal, ich bin mal ehrlich. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Okay, weil ich hätte nämlich auch sagen können, dass Iberion mich höchstpersönlich angefordert hat. Das stimmt ja noch gar nicht. Ich soll mich ja hier zeigen, wie krass ich bin. So. Schauen wir uns doch mal den Tempel an. Ich bin am Arsch. Gehen wir mal hier lang. Okay, ich führe alles in den gleichen Raum. Dachte schon, ich fälle auf mich. Ist auch cool. So ein Blauschimmer. Ich mag Blau. Wen gibt's denn hier? Natalia, was hat die denn an? Das ist aber irgendwie so eine andere... Die hat was... Ach, das soll ein Fächer sein. Okay. Aber wenn der hier drin ist, ist es nicht kalt in den Gemäuern? Warum braucht er denn noch einen Fächer? Natalia sieht nicht sehr glücklich aus. Erwache. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Ach? Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Nun gut. Was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Oh Gott, der. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. War das nicht den ich vielleicht beleidigt hatte, irgendwann mal in irgendeiner Folge? Naja, das ist ja nicht mehr ganz so schlimm. Was hat es mit dem Fokus auf sich?
Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Mhm. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Ja, ich kann auch mit viele Dinge mit Fokus erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Was will er? Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Hinter dem Wald, raus, rechts, ich hab da, was will er? Easy, gar kein Problem für mich, schaff ich locker. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Na, super, ich krieg eine Karte, perfekt. Okay, das heißt, das wäre unsere Aufgabe. Sehe ich das? Ich muss die andere Karte erstmal auswählen. Fokuskarte. Mhm. Hat er mir aber schön aufgemalt. Naja, hätte er gesagt. Aus, nach rechts, Berg hoch, Klippe, Wald. Ja, okay, ich hätte sie schon gefunden, so ist jetzt nicht. Also quasi hier oben drüber. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Wir haben ihn mal kennengelernt auf jeden Fall. Das heißt, wir machen jetzt diese komische, genau, Fokus für die Gurus ist jetzt offen. Das machen wir jetzt auch noch. Beziehungsweise das machen wir beim nächsten Mal. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns bei dem Fokus. Ciao.